Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Jurassic Park The Game. Im letzten Part haben wir in der letzten Episode gestartet, die Überlebenden. Und dann machen wir jetzt weiter. Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Falsche Richtung, die Mitarbeitersiedlung ist im Inland. In Bewegung bleiben! Willst du nicht weitergehen? Verflucht, wo sind wir? Wir müssen falsch abgebogen sein. Ja. Das ist einfach nur Try and Error. Auf jeden Fall schon mal nicht rechts so, ne? Die Leitung ist nicht anhalten! Was? Hä? Die Leitungen sind weg. Nicht anhalten! Moment! Das sind Wasserrohre! Los, geht nach! Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Ach so. Na schauen wir heute mal. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Saltkästen oder sowas. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. 2 Schalter. Da ist noch ein Rohr. In der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Das gleiche. Sieht da mal so Fockloh. Auf der rechten Seite ist eine Leitung. Ganz hinten an der Wand auch. Scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Mhm.
Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Mhm. Hey, Jim. Alles klar zwischen uns? Kommen Sie doch her, Yoder, und finden Sie's raus. Ja. Den Trick kennt. Aha. Das bringt nichts. Wenn wir über der Erde wären, wüsste ich genau, wo wir sind. Sobald wir wissen, wo wir sind, können wir dank dieser Tunnel praktisch überall im Park hin. Sie sind alle miteinander verbunden. Wie du das sagst. Jess, wo bist du? Bei der Werkbank. Ah, entschuldige, es ist so dunkel. Geh nicht fort, ja? In stockfinstere, von Sauriern bevölkerte Tunnel spazieren? Dem Drang kann ich widerstehen. Was haben wir jetzt da? Also dann. Wo waren die Wasserspeicher schnell nochmal? Jetzt warte mal, beim Cherry war neu. Beim Billy war Sackgassen. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Also die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen. Was meinst du, Jess? Wieder? Klar. So, jetzt haben alle markiert. Toll. Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Mhm. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Wasserspeicher. Durch Sackgasse. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Das ist ja nicht so bestimmt. Na, wollte mich nochmal umschauen. Tasten. Schauen wir beim Cherry nochmal. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Da hat Leute nach, wo war ich? Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Okay, die können wir ausschließen. Okay.
glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Quernit. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Na. Ganz sicher. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Wir haben Platz, einen Fehler echt? Gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt, hä? Oh nein! Dad! Also jetzt haben wir gesehen, was passiert, wenn man falsch rennt. Der von Jerry schaut mal nicht schlecht aus. Der von Bully ist ein Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Saltkästen oder sowas. Auf der rechten Seite ja. Sind zwei elektrische Saltkästen oder sowas. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Was waren denn die Schaltkästen? Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ah ja. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Da kommt schon mal nicht so. Also. Haben da nur Unterschiede. Wasserspeicher. Wasserspeicher ist beim Yoda. So, gehen wir rechts. Der Was meinst du, auch Jess? Nicht so. Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. So, gleich hinten. Mal Wasserspeicher. Dann, was waren die anderen Dinger schon nochmal? Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Mhm.
glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Sie sagen, dass X ist. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Kevin Zeppisch wieder. Was ist los? Leck. Zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. Können Sie uns hinbringen? Sie müsste im Norden sein. Nahe der Flussmündung. Großer Fluss? Viele Wasserfälle? Ja, der große Fluss. Na gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Aha. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Ingen hat so viel verändert. Erzählen Sie mir etwas über Ingen und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Ich bin hier aufgewachsen. Unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. What? Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster. Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica.
und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Das war sicher eine schwere Zeit für Ihren Vater. Er wollte nur das Beste für unser Volk. Er war zu vertrauenswürdig. Er wurde ausgenutzt. Mein Vater war ein Ava, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Naja, in der Art und so. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.